Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht's um den, meiner Meinung nach, oder zumindest alles, was ich bisher gesehen habe, einfachsten Albtraum-Dungeon. Der geht, wenn ihr gut seid, in unter 5 Minuten, hat nur eine kleine Aufgabe und dann kommt schon der Endboss. Ist richtig gut, um die Glyphenerfahrung zu sammeln. Und das ist der Aldorwald. Aldorwald, Albtraumsiegel. Ich habe jetzt hier mal eine Stufe 1, um euch das genau zeigen zu können. Den aktivieren wir. Hier ist der Aldorwald. Ist relativ kurzer Weg von Tiermeer. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass der Albtraum-Dungeon nicht so weit weg ist von einem Spawnpunkt. Was ich immer mache, ist, ich hole mir ein paar von den Siegeln und dann gehe ich nur aus dem Dungeon raus und direkt wieder rein. Wenn ihr nicht genug Punkte habt, um ein Siegel zu holen, dann müsst ihr halt immer wieder dahin laufen. Ich zeige euch gleich am Ende des Videos auch noch, wo ihr die Siegel herbekommt für ein Albtraum-Dungeon. Und wie ihr die Möglichkeit bekommt, überhaupt den selber zu machen. Die findet ihr per se irgendwo random in der Welt, die Siegel, um ein Albtraum-Dungeon zu erstellen. Oder ihr könnt die nach bestimmten Voraussetzungen auch selber erstellen. Aber jetzt erstmal zu dem Albtraum-Dungeon an sich im Aldorwald. Ihr seht schon hier oben, tötet die Aldorkin, 3 Stück. Das ist auch die einzige Aufgabe, die wir machen müssen. Und das geht relativ zügig, weil der Dungeon hier ist immer gleich aufgebaut in einer 8. Ihr habt hier geradeaus, habt ihr den Endboss. Und dann habt ihr hier runter 1 oder 2 und hier hoch 1 oder 2. Und es ist in beiden Richtungen sowas wie eine 8. Da könnt ihr hier einfach durchrennen. Wie gesagt, ich hatte hier jetzt die einfachste Stufe genommen. Wird wahrscheinlich für die meisten zutreffen. Kommt ein bisschen drauf an, was für euch am einfachsten ist. Gibt ja auch verschiedene Erfahrungspunkte. Wir laufen jetzt hier einmal zu dem. Den killen wir da mal eben schnell. So, ich habe Blutung drauf. Das heißt, der wird jetzt noch sterben. Da ist er down. Und dann rennen wir ganz schnell zum nächsten. Wir können natürlich hier auch noch die ganzen Gegner mitnehmen. Die Drop-Chance von Heiligen und seltenen Items ist auch nicht so schlecht hier. Und ihr seht schon, ne, ist immer so eine 8 und dann auf der anderen Seite auch nochmal eine 8. Und hier war jetzt nur einer. Nehme ich schnell mit. Und immer gutes Geld. Gehen wir auf die andere Seite, da sind dann die anderen beiden. Hier haben wir schon direkt den ersten. So, das Siegel nehme ich gleich auf dem Rückweg mit und die seltene Waffe oder seltene Item. Hier die Gegner, die könnt ihr natürlich auch alle besiegen, ne? Die lassen ja auch gute Sachen, also für Geld farmen und für gute Items. Oh mein Gott, der Schrein ist natürlich auch gut, den gibt es hier auch ganz oft random, den Schrein der Verbindung. Damit geht es natürlich ganz schnell. Rennt er hier schnell durch. Es gibt auch gute Erfahrungen. Weltstufe 3 ist auch super. Dann sind wir schon fertig. Und dann geht es rein zum Boss. Da muss man hier noch einen kleinen Weg entlang laufen. Genau der falsche Weg. Da oben, genau beim Herzchen, ist immer dann der Boss. Dann geht es hier runter. Und dann gibt es hier eine Rudelmutter. Das ist so ein kleiner Werwolf. Den haut er dann auch nochmal schnell weg. Zack. Wie lange hat das gedauert? Keine 5 Minuten. Gibt immer schön seltene Items. Und hier ist der Glyphenstein, womit ihr dann eure Glyphen verbessern könnt. Und das ist meiner Meinung nach, dann könnt ihr hier im Prinzip Dungeon Verlass machen, wenn ihr schon mehrere dabei habt. Und dann den gleichen Dungeon direkt wieder machen. Oder halt ihr geht in die Stadt zurück und baut euch ein neues Siegel. Das zeige ich euch auch nochmal eben schnell, wie man das macht. Nachdem ihr 10 Albtraum Dungeon gemacht habt, gibt es eine neue Mission beim Okkulisten. Und dann könnt ihr Siegel herstellen und Siegel wiederverwerten machen. Ach schade, Flüsterkiefern ist nicht den wir wollen.
Und gerade hier bei Siegel herstellen, da könnt ihr dann die 4 Heiligen machen oder halt die 10 Ahnen. Die gehen allerdings nur auf Weltstufe 4 und die sind brutal schwer. Ich bin gerade hier bei Stufe 21 bis 25 und die schaffe ich gerade so mit Ach und Krach mit Level 70. Aber hier könnt ihr dann einfach einen auswählen, einen machen und dann wird random ein Albtraumsiegel erstellt. Und das mache ich dann immer so oft, bis ich halt diesen Aldor-Wald bekomme. Und mache den dann immer ein paar Mal hintereinander. So habe ich auch schon eine Glyphe auf Level 15 gebracht. Und vielleicht auch wichtig für euch zu wissen, die Glyphen erhöhen ja ihren Radius, wo sie einen Bonus geben, wenn ihr die Glyphe auf Level 15 habt. Und die Radiuserweiterung ist eine Stufe. Das heißt, anstatt 1, 2, 3 sind es dann 4 Felder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade Stufe 13, 14, 15 brauchen über 200 Erfahrungen. Das lohnt sich nicht. Ihr kriegt zwar jedes Mal auch einen höheren Bonus, aber ich würde sagen, bis Stufe 10 und höher erstmal nicht. Und dann lieber hier in der zweiten Karte noch eine zweite machen. Das lohnt sich dann mehr, die auf Level 10 zu ziehen, anstatt hier nochmal 5 Level für diese eine Radius-Erweiterung. Also das war schon richtig, richtig viel Arbeit, auch mit dem Aldor-Wald. Und ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Mich würde sehr ein Like auf dem Video freuen. Und ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert, ob ich darüber ein Video machen soll. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.